Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von den Streams. Ja, ich habe wieder an der Audio rumprobiert, dass ich das Audioproblem endlich in den Griff bekomme. Leider hat mir OBS meine Ingame-Soundspur dieses Mal geklaut. Ich habe mir jetzt den Soundtrack von Anno runtergeladen. Da gibt es auf YouTube eine nette Zusammenstellung mit allen Soundtracks. Ja, ich habe jetzt die Erlaubnis, dass ich das benutzen darf. Und ja, leider kann ich dieses Mal nicht mit dem Original-Ingame-Sound aufwarten hier. Ich hoffe, die Musik ist genauso gut. Und damit viel Spaß beim Ansehen. So, und jetzt müsste man aber auch Ton haben. Dankeschön. Ja, dann guten Abend. Guten Abend, Anja. Guten Abend, Jarina. Wie geht's euch beiden? So, jetzt muss ich mal kurz das mit den Optionen. Aber bei mir ist alles fit. Ich glaube, ich habe so langsam raus, wo das Problem von OBS gelegen hat. Ist schon lustig, wenn man mit drei Audiospuren arbeitet. Na gut, das bringt dann wohl nichts. Jarina, hast du das hier schon gesehen? Nein? Jetzt. Den Entwicklern war, glaube ich, langweilig. Ja, ich muss leider gestehen, ich habe es gestern nicht mehr geschafft, hier mit meinen Freunden fertig zu werden. Die haben die Wumme auch schon wieder aufgebaut. Die ist gut, freut mich zu hören. Ja, Ubisoft hat tatsächlich die Beta verlängert, vor allem wegen den Amerikanern. Eigentlich hat es geheißen, um 18 Uhr ist Schluss. Jetzt ist um 4 Uhr morgens Schluss. Ja, bis 4 Uhr morgens geht die Beta jetzt noch. Finde ich ganz gut. Also ich nur mal gucken, vielleicht noch so ein paar Tiere oder sowas. Ah, das ist eine zoologische. Kann man gleich mal. Ja, bisschen geht's noch. Welches Schiff wollte ich denn? Also ich brauche Nahrung. Ja, sagen wir es mal so, ich peile eine Stunde an. Gehen wir mal eher von 2 Stunden aus. Gestern der Englischtest, gestern sage ich schon, heute der Englischtest war natürlich nicht, weil wir hatten Schneechaos. Aber dafür schreiben wir ja morgen Mathe.
Ja, ich schätze mal, dass es wieder so 2 Stunden werden. Der PC wird sich nicht freuen, wenn er schon wieder 2 Stunden Videomaterial zu rendern hat, aber sei es drum. Das ist mir wert. 2 von den Videos habe ich eh schon hochgekriegt. So, was sagen denn unsere Einwohner? Der Alkohol ist knapp. Ja, das wundert mich ja überhaupt nicht. Doofe Sims hat den Stream zum Freezen gebracht. Oh Mann, du Arme. Wer kann PC geworden? Ja. Ich meine, ich habe den PC absichtlich mit einem 6-Kerner ausgestattet und nicht mit einem schnelleren 4-Kerner. Denn ich könnte rein theoretisch das ganze Rendering erledigen, während ich spiele, wäre nur das Problem. Ja, DVD, ich habe heute ein paar Runden wieder gespielt. Dann irgendwie doch nicht mehr so viel gemacht. Dummerweise. So, das Schiff schicke ich jetzt mal rüber nach Südamerika. Zwei Tage nicht mehr. Wow. Das ist viel. Die Insel oder die Insel? Schreibt mal rein, das hier wäre Nummer 2. Und das hier Nummer 1. Welche Insel ihr besser findet? Die Piraten haben eines meiner Schiffe versenkt. Das finde ich unschön. Nummer 1. Okay. Nummer 1 ist die hier. Ah, ich brauche das andere Schiff. Wo ist er denn? Muss ich glaube ich. Wie ging das jetzt gleich nochmal? Ja, gut, kann ich verstehen. Ich würde gerne noch die paar Runden haben, dass ich für die Huntress das ganze Zeugs kriege. Gerade das Outfit von der Huntress gefällt mir schon ziemlich gut. Ah, hier ist es. Order to New World. Jetzt. Danke für das Lob. Ja, Huntress, irgendwie, die macht richtig Spaß. Hätte ich gar nicht erwartet, dass Death by Daylight ein Killer mir Spaß machen könnte, aber es ist möglich. Spirits, keine Ahnung, ich finde schon schlimm genug, die Spielen zuzusehen, aber ich glaube, die wäre gar nichts für mich. Das hier könnte man zum Stadtpark wieder machen, dann hätte ich wieder was Produktives gemacht. Ah, hier ist es.
Der ist natürlich nicht symmetrisch. Wenn ich hier den Brunnen mache und da das und dann ich sollte mal die Blaufase anmachen. Das mache ich mal anders. So, und dann nee, das würde mit dem Ding doof aussehen. Okay, die hier habe ich. Parkbänke, wow. Hier jeweils ausnehme und schon mal Zypressen reinsetze. Sieht man jetzt dummerweise nicht. Mist. Jawohl, bis gleich. Könnte ich hier noch mal die Posten reinnehmen? Naja, dann geht mir schon das Baumaterial aus. Schade. Na egal, es lässt sich erahnen, in welche Richtung das hier gehen soll. Hier mal kurz abwarten. Anja, wenn du Sims spielst, fällt mir nicht gerade wieder mal ein. So, irgendwie, wenn man sich die Map hier ansieht, es erinnert so ein bisschen an dieses Urlaubs-DLC oder was das war. Finde ich jetzt. Und glaube, Jarina hat auch schon gesagt, dass sie das ähnlich sieht. Thank you.
Navi kommt endlich an. Sims gerade wieder ausgemacht. Alles läuft bis auf Cities. Cities läuft nicht? Wow. Cities wäre so ein Spiel, wo ich eigentlich sagen würde, das läuft überall. Hey, du willst dich irgendwie annehmen? Ah, es lädt nicht ordentlich. Okay. Okay, da fehlt noch ein Text. Ja, gut, das ist lieber. Nachmittag ging es dann wieder nicht. Okay, komisch. Das ist dann richtig komisch. Mal ein Schiff. Ja gut, anscheinend gibt es dann an Cities, wobei ich das ein bisschen komisch finde. Na super, ich glaube, ich habe einen berühmt-berüchtigten Bug hier gefunden. Kann das sein? Ja, ich glaube, ich habe den Bug gefunden. Nee, doch nicht. Baby, ich habe wieder. Ist doch da. Dann war es ein Anzeigefehler. Okay, kann dann schon eher vorkommen. Warum ist es da unten? Ich will dann Insel Nummer 1. Auch wenn ich im Winter Wunderland bin. Urlaub in der Südsee wäre jetzt gerade auch nicht so falsch. Wind kommt natürlich genau entgegengesetzt, ist eh klar. Ich hab's mir auch gerade irgendwie so gedacht. Wobei ich eher weniger Südsee und eher so ein bisschen Richtung Norden wollen würde. So richtig nach Norden, nicht nach Norddeutschland. Ich wollte gerade irgendwas bauen. Strandurlaub. Darf man fragen, wohin das es geht? Wieder nach Thailand. Ah ja. Thailand wäre. Keine Ahnung. Ich glaube nicht so groß. Nicht sehr geeignet. Und ist halt auch ewig weit weg, ewig viel Flugstrecke und alles. Das sieht nicht gesund aus.
Nach Japan. Oh, das wäre so richtig cool. Aber im April kann ich leider nicht. Das sind wir proben. Entweder wir versuchen den Mast runterzuheben, 0% Erfolgschance, oder wir betäuben den Herrn und schneiden ihm einfach die Füße ab, die unter dem Mast liegen. Was würdet ihr beide nehmen? Füße abschneiden unter dem Mast oder Mast versuchen hochzuheben? Erfolgschance bei Mastheben ist bei 0%. Die andere ist auch nicht gut. Japan ist ja schon. Die Füße ab. Gut. Warten wir mal kurz ab. Füße weg. Gut, 3 zu 0 für Füße weg. Okay. Die Hand des Doktors hat mehr gezittert als sein Opfer. Und die Säge hat, eigentlich Zickzacklinien ins Fleisch gerissen. Aber nicht fähig, die Füße abzutrennen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hätte es auch mit den Alkohol- und Doktorbesuchs hier. Na gut, unsere Moral ist niedrig, aber das überleben wir schon. Alkohol ist an Bord, 20 Tonnen. Nach Tokio, dann. Was sind denn die japanischen Alpen? Japan ist doch als Inseln durchgehender Gebirgszug, oder? Oder ist das eine spezielle Bergregion? Echt? Wieder was Neues gelernt. Also es gibt Bayerisch-Kanada, es gibt die deutschen Alpen, es gibt die japanischen Alpen, okay. Interessant, was es alles gibt. Oh, ich habe Blaupause noch angehabt. Na los, zieht schneller ein, ich brauche Arbeit da. So. Solange Schnaps vorhanden ist, ist bei denen eh alles gut. Das ist der Witz daran. Vertrauen. Mir langt's, wenn du einfach die Klappe hältst. Eigene Ware ist uns ausgegangen. Aber welche?
Da war ja klar, dass es Bier ist, aber warum? Ja, wenn ich es gerade sehe, nein, Gott, das ist falsch. Sie sollen eigentlich 50 Hopfen darüber transportieren, tun sie aber scheinbar nicht. Nochmal selbe Spiel. Jetzt natürlich am Planken, ist war eh klar. Und die Expedition hat einen Grizzly gefunden. Na gut, unsere Crew ist scheiße, da brauchen wir gar nicht reden. Tja. Sollen wir den Bären, die Bären jagen oder sollen wir versuchen, den einen Bär, der uns da stört, umzubringen? Na gut, dann würde ich mal sagen, jagen. Kann schon nicht. Na gut, sie sind alle gestorben. Die Rate war überall 0%. Und wir hätten die Bären nur jagen können. Also entweder die Bärengruppe jagen, den einen Bären umbringen oder es mit Fallen versuchen. Ja, wir sind wieder ein paar tot. Erfolgschance immer 0%. Haben wir hier Kartoffeln eingelagert? Ja, dann fehlt eindeutig Schnaps in der Produktion. Ja, sind eh nicht gestorben. Unsere Jäger haben es verkackt. Sind wir mal ganz ehrlich, ich hätte da so einen schönen Zoo. Da. Wo ist er denn? Hier. Da wären schon so ein paar Grizzlybären mit drin.
Das sind Wölfe. Graubwölfe. Mehr Platz. Ah, Moment mal, wenn ich denn angenommen. Wo ist er denn hier? Ich könnte, wenn ich die hier noch rausnehme. Die Straße braucht es nicht zwingend. Dann in der Blaupass. Die zweite Stelle rauswerfen und dann mal hier. Denke, Infostand, denke, eine Statue, denke und mal. Ah ja, dann sagen wir mal warum. Also der Typ, der sich da oben dauernd beschwert, das ist der Aufpasser von diesem Gefängnis und der ist etwas paranoid. Ja, so viel Polizei wieder auf die Liste, das benutze ich auch nicht. So. Okay, keine Ahnung, was das für einer war. Das habe ich wieder vergessen. Ah, ich bin wieder im Blaupausenmodus. So. Und jetzt mal um die alte Welt, um die neue Welt kümmern. Natürlich habe ich mehr Inseln als du. Und gleich mal 3000 Credits dafür geschenkt bekommen. Nochmal. Das Brückenbauen ist deutlich günstiger geworden im Vergleich zu den Vorgängern. Ah, was macht die Expedition? Ich muss sie leider deprimieren. Hoffe, dass wir endlich mal Tiere finden, weil sonst. Wo soll denn die Stadt hin? Die Stadt soll hier hin. Dann würde ich hier nach hinten auf jeden Fall Produktionen anlegen.
hier schon mal ein erster Marktplatz rein. Warst du schon mal in den Tropen? Ich war es leider noch nicht. Also, das hier sieht genial aus, finde ich. Ach, das hier sind andere Gebäude. Ja, aber ich klar, dass du das so umsetzt. Hier gibt es dann wieder ganz neue Sachen zu sehen. Mann, ich will, dass das Spiel endlich veröffentlicht wird. Ah ja, Thailand. Ja, ist ja Tropen. Entschuldige, ich war gerade irgendwie drauf aus, Tropen gleich Südamerika. Das war gerade unglaublich falsch. So. Was haben wir gefunden? Alter! Also wir haben eine riesen Expedition gemacht, um Ziegen zu finden. Quallen, okay, das ist ziemlich gut, glaube ich. Und Rats. Das sind aber nicht die Ratten, glaube ich. Muss ich mal kurz nachgucken. Das ist, glaube ich, wie heißen die auf Deutsch? Sind das echt Ratten? Ah, das stimmt, das Bild nicht. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass das eine Fuchsart ist. Müsste man vielleicht mal irgendwie Google oder sowas suchen, Wikipedia. Auf jeden Fall nehmen wir hier mal die Ziegen mit rein. Hier in die Mitte würde ich mal sagen, die hier. Da sehen wir gleich, ob das irgendwas Spezielles zeigt. Und hier mal. Ja, weil die hier in Frieden leben. Genau, der hat eher recht. Das sind Tiere, die sollten nicht auf sowas reingesperrt werden. Also eigentlich so in der Art ist jetzt nicht gerade das Beste für Tiere. Ja, da Quallen auf jeden Fall. Die Ziegen steht natürlich auf dem Dach, die Ziege. Also auf dem Bild Wüstenfuchs. Okay. Ja, da war ich mir jetzt nicht sicher. Von dem Wüstenfuchs, wenn es denn einer ist, sieht man halt leider nicht viel. Das ist das geschlossene Gebäude hier. Das ärgert mich so ein bisschen. Okay, danke fürs Nachsehen. Und dann keine Ahnung, gibt es da eine Art, die so heißt? Oder ist das einfach nur drin, weil die dazu noch nichts eingefügt haben? Das Spiel ist ja noch in der Beta. Einige von den Texten stimmen noch nicht, deswegen kann das auch sein. So, hier passt alles, hoffe ich. Ja, wird besser.
Fennec. Okay. So, auf jeden Fall nicht über. Ich markiere mir das mal und werde das auf jeden Fall im Forum dazu setzen, wenn es noch keiner getan hat. Age of Tradition, warum geht das Banner nicht weg? Banner hat nicht vor zu verschwinden. Dann lade ich einmal kurz neu. Geht immer noch nicht weg. Schauen wir mal kurz. Wenn ich die alte Welt zurückspringen, wenn es dann weggeht. Nee, irgendwas ist komisch. Irgendwas an dem Spiel ist gerade so richtig, richtig komisch. Ganz kurz, ich lade einmal neu. Ja, Neustart. Bei Chat habe ich zur Sicherheit auf dem Handy nochmal, falls mir wieder irgendwas abschmiert. Wenn es jetzt ruckelt, liegt es an meiner Grafikkarte. Zum Info schon mal. Okay, startet. So, jetzt geht's auch wieder. Gut. Sehr schön. Und ich habe schon wieder Hundegebell auf einem Ohr. Okay, die brauchen Fried Plantains. Okay. Also Bananen, Essen. Ernsthaft? Also das Spiel will mich verarschen. Hole ich mir die Insel noch dazu für die Bananenplantagen. Die Brückenidee ist auch nicht schlecht, die sie hier hatten. Die sehen auch gut aus. Oh, jetzt mag sie uns nicht mehr. Ist mir auch egal.
Gut, hier ist unser Großes. Da ist ein bisschen den Faden verloren. Mist. Egal. So. Das ist auch lustig. Die eine KI mag es, dass ich etwas schneller bin als sie. Die andere KI mag es nicht und erklärt mir bald den Krieg dafür. Was mich in Anbetracht meiner Flotte eher weniger juckt, aber trotzdem. Das Spiel ist jetzt die ganze Beta über vernünftig gelaufen. Ich wage zu behaupten, es zersetzt sich gerade. Aber das ist mein Taskmanager. Nee, das ist hier auch nicht verladen. Gilt es hier für mehr? Nee, die hier laden alle, die hier laden alle. Die hier laden auch. Die hier lädt mittlerweile auch. Okay. Jetzt fängt es sich so ein bisschen, keine Ahnung. Alles von den beiden wird wahrscheinlich abbrennen. Es sei denn, die andere Feuerwehr ist schnell genug. Mittlerweile bei 45%. Nee, ist schnell genug. Okay. Passt. Ah, genau, die Feuerwehr erwischt. Schön, wenn die zufrieden sind. Oh, ich wünschte, ich hätte etwas, worüber ich mich beschweren kann. Ja, schön.
Ja, die hat die ganzen Kanonenzeugs wieder aufgebaut, das ist unfair. Ja gut, ich will jetzt aber auch nicht Millionen in Schiffsbau verschleudern. Ah, das Schiff könnte ich mal rüber beordern, das brauche ich hier nicht. Und ansonsten, hier ist nichts Interessantes. Hier sind auch nur Verträge. Ja. Und ich habe wieder ver... Mann, ich verwechsel das die ganze Zeit mit dem letzten Anno-Teil. Ja, da ist das Session-Wechseln oben und nicht unten. Er klettert halt einfach an Bord. Okay, die sind einmal tot. Müssen wir halt warten, bis dieses kleine Schifflein hier drüben angekommen ist. Das bedeutet anders als ich es vom letzten Teil her gewohnt bin, von 22.05, muss ich warten, bis irgendwelche Waren ankommen. Habe ich noch ein Expeditionsschiff? Ja. Dann kriegt ihr eine extra Runde Waffen. Ein bisschen mehr Alkohol. Außerdem hätte ich gerne, dass ihr hier rüberfahrt und noch einen Kollegen anstellt. Dann kann ich hier den Park weiter basteln.
sind wir auch fast fertig. Na gut, das wird wieder dauern. Ja, knapp eine Minute bei dem hier, das geht jetzt. Ich muss da was aus dem Wasser sammeln. Na gut, das sieht jetzt nicht so spektakulär aus, aber... Okay, da waren Waffen dabei. Die Böse natürlich. Okay. Na, das ist auch keines von Mann. Das ist sie hier. Jawohl, viel Spaß beim Spazierengehen und danke fürs Reinschauen. Gute Nacht. Ah, dieses Mal mit beinahe guten Wind. Sehr schön. Könnte man sich die Waffe jetzt einfach selbst klauen und mitnehmen? Ich habe keine Ahnung. Abgesehen davon, dass sie mir eigentlich nichts bringt, aber trotzdem. Sehr gut, ich brauche von meiner Insel hier nach hier. Bananen rein, Bananen raus. Expedition. Nee, Piratenjagd. Archäologie. Wobei für Piraten könnte ich mal sie hier rausschicken.
Ach, da ist das. Eigentlich nicht so wirklich Lust auf Piratenjagd, aber gut. Ach, das hier ist zu verschenken. Waffen und so braucht sie, na gut. Schneller, glaube ich, komme ich hier nicht mehr an ein zweites Schiff. Daher, die Wahl habe ich. Die wollen von Schuss, okay. Das ist eine Fregatte, oder? Ja, ist ja schön. Das sind Piraten. Wir sind denen militärisch weit unterlegen. Na gut, okay, wir haben über 200.000. Bei über 200.000, warum nicht? Welt. Damage to Steamships. Ja. Nee. Nebelpower. Navigation and
Hier habe ich eh schon wieder Stein, dann würde ich mal. Nee, kann ich nicht, weil das Spiel hat keinen Bock darauf. Mann! Oh, wir sind jetzt eine Town. So. Wie komme ich an Rom? Muss ich in der anderen? Finde ich doof, wenn ich die einsetzen würde, weil ich doch eher mal vorhabe, auf Piratenjagd zu gehen. Lustige an der Piratenjagd hier ist halt, ich kann mit dem Schiff das meiste von ihr ohne Probleme zu kriegen.
So. Oh, Stadtfest mal wieder. Ja, da stehen sie wieder los. Dieses Mal sogar noch größer, oder? Ordentlicher Zug wieder. Na gut, sollen sie ruhig. Mir auffällt, ist, dass sie hier jetzt so also komische Wagen mit dabei haben. Vielleicht von den Wirten. Da laufen sogar Schornsteinfeger rum. Cool. Das ist richtig cool einfach, dass sie hier ein Detail mitgenommen haben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie rumlaufen. Oder wieder hier einfach verschwinden. Dieses Mal laufen sie rum. Bis wohin? Okay, bis da am Weg. Okay. Das bedeutet halt, wir machen jetzt richtig, richtig viel Geld. So. Dann sind die Attacke. Neugierige Stadt. Ja gut, kann man glaube ich nicht wortwörtlich übersetzen. Der noch gerade Probleme hat, wundert mich. Vielleicht einfach das Schiff zu gut, das ich ihm mitgegeben habe.
Dann Füllerum brauchen wir Zuckerrohr. So, beim Thema Südamerika ist ja Ubisoft nicht mehr ganz so detailgetreu gewesen. Sklaven gibt es nämlich auf den Plantagen hier nicht. Das sind alles freiwillige Arbeiter. Jetzt haben wir was. Was? Okay, wir haben ein ziemlich fettes Kriegsschiff mit einem Haufen Waffen an Bord. Und sind aber in entmilitarisierten Gewässern unterwegs. Jetzt können wir ihn und die Soldaten bedrohen. Eine Chance 0%. Diplomatie wäre dann, ihm die Inspektion auszureden. Chance 0%. Oder wir erlauben ihm ganz einfach, das Schiff zu inspizieren. Ich meine, was kann ja schief gehen? Das ist eine interessante Entscheidung hier. Welches 0%? Gibt ja zwei. Auf jeden Fall ist die Musik immer gut. Okay, probieren wir es mal. Ah, very well, says the inspector after being given the first mate's special tour of nothing in particular. He silently surveys the vessel for a tortuous moment before getting... Hat funktioniert! Er hat unsere Waffen nicht gesehen. Also er hat eine Spezialtour bekommen, wo er nichts sehen kann und war damit zufrieden. Cool. Ja, gute Entscheidung. Ach, wir sind schon vollgelaufen bei Holz. Hier wird Bananeneintopf gekocht und hier wird dann Rum gemacht. Wenn man sich das genau ansieht, ich weiß nicht, ob man es im Stream auch noch erkennen kann. Das sind sogar Regentropfen hier auf dem Dach und auf den Kesseln.
gibt's noch nicht. Schade. Das ist echt, das ist cool gemacht, wenn sogar so. Komm ich denn eben? Ja, es hat aufgehört zu regnen, Mist. Wenn es nochmal regnet, probiere ich noch was aus. Das Geniale ist, sie laufen jetzt noch 20 Minuten hier hin und her. Ah, in der Stadt. Das ist auch. Ich weiß nicht. Der Entwickler, der auf die Idee gekommen ist. Keine Ahnung, wie man auf sowas dann kommt. Also von den Häusern und von den Waren her, ja, da glaube ich, werde ich auch noch drauf gekommen. Typisch Anno und Aufbauspiel halt. Aber so eine Idee wie hier einfach ein Stadtfest zu machen und die hier durch die Gegend laufen zu lassen, dafür hätte meine Kreativität jetzt schon nicht mehr gereicht. Gibt es schon irgendwo wieder eine Expedition, wo man Tiere? Ah, das ist Archäologie. Wenn ich mir das Wasser hier ansehe. Das wäre halt echt, wenn man da sein könnte jetzt. Wäre so genial. Nein, schon hier die Lagune. Expedition hat wieder Probleme. Sorry. Ich glaube, das Spiel hat das auch nicht rein zufällig so genial gemacht. Okay, die letzte Option kommt für mich ganz einfach nicht in Frage. Ein paar von unseren Leuten sind von der lokalen Miliz eingesperrt worden. Und die fordern jetzt entweder Lösegeld, das wäre die erste Option, da steht jetzt keine Chance dabei. Oder wir könnten die da einfach rausballern. Ich tendiere eher zu einfach rausballern. Ich meine, ich habe Waffen und ein Kriegsschiff. Gut. Richtige Entscheidung.
Oh, die Moral ist sogar noch gestiegen. Definitiv richtige Entscheidung. Gibt der Alpaka-Farm? Namen, Rudi. Es gibt tatsächlich eine Alpaka-Farm. Oh, cool. Ja, mit kleinen und dahinter die Bäume. Ich bin so gespannt, was alles kommt, wenn das Spiel wirklich vollständig raus ist. Das ist auch wieder so eine Produktion. Ah, ich verschiebe jetzt einfach mal. Und dann hier. Ach, geht nicht, weil das ist... Ach, Mann, ey. Ah, ich hasse es bei dem Spiel, dass bestimmte Gebäude explodieren können. Das geht nämlich leider auch und jetzt geht die Musik aber voll der Kanne ab. Jetzt muss ich doch ein bisschen leiser machen. Wird mir halt so abfackeln, alles, wenn es so weitergeht. Es war halt auch so vollkommen klar, dass es wieder passiert. Feuerwehr ist unterwegs. Oh, das wird wieder kosten ohne Ende. Kann ich die überhaupt wieder aufbauen? Ja. Glück gehabt.
dann die hier schnell wieder aufgebaut und dann sollte das wieder laufen. Und schon wieder Expedition. Das Spiel stresst einen. Okay, wir haben ein Minenfeld vor uns. Wir können das mit Navigation versuchen. Das sagt jetzt das Spiel eher weniger Chance. Diplomatie, dass wir versuchen, irgendwelche Hinweise zu finden darauf. Also ich schätze mal, dass das Spiel mal Hinweise darauf, wo die Minen liegen. Oder wir können abhauen und einen Haufen Moral verlieren. Ich habe keine Ahnung, was jetzt da die bessere wäre. Ehrlich nicht, ich tendiere noch nicht mal zu einer. Helpers, ja, probieren wir es mal. Okay, wir haben so oder so Moral verloren. Die Karte, die gefunden wurde und benutzt wurde, war komplett falsch. Boom, 66% Moral nur noch und ein Haufen Toter. Ja gut, die Alternativen wären jetzt auch nicht so prickelnd gewesen. Das Spiel hat so einen Hinweis gegeben, dass es vielleicht besser gewesen wäre, einfach blind reinzufahren. So wie ich das rauslese, aber... Okay, die Feuerwehr ist ein Haufen unterwegs. Ich wollte die Piraten wollen wieder aufmucken, kriegen aber jetzt gleich eine Ladung. Cool. Ja, das war's, das überleben die nicht.
So. Das nur mal so erneut als Hinweis für die Piraten. Schlechte Idee. Ja, wenn sie im Zweifel der Stadt werden würde, warum nicht? Außer ich kenne deine Mechanik noch nicht. Habe ich die Trade Union irgendwo? Steht einer, das kann gar nicht mal so schaden, wenn da was los ist. So, wie schief wird's dieses Mal gehen? Ja, gut, das kenne ich schon. Okay. Tut mir leid, dass ich da jetzt gerade nicht frag, aber... Das war gerade eine Sache, die ich schon mal hatte und die sich mal unbedingt mal anders entscheiden wollte. Ich weiß, dass man anders auch nicht erfolgreich gewesen wäre, weil dann hätte man ein Problem mit den Händlern gehabt, weil die sich geweigert hätten, aus ihren bequemlichen Räumen runterzugehen. So viel Spoiler, zumindest dazu. So, kleines Kirchlein. Da läuft ein Hund. Und der Pfarrer ist natürlich fett wie noch mal was. Tila gemacht aus Mais und Rindfleisch. Na gut, wir sind fertig mit der Piratenjagd. Schade. Sind schon auf der Heimfahrt.
Siesta Hafen, oder? Hä, hey, die will halt keine Bahn. Was soll... Ach, wir könnten die Quest mal machen. Ich muss nur eine Sache abholen. Anscheinend. Und dann wahrscheinlich irgendwo hinliefern. Wind ist ungünstig, wie üblich. Oh, wir haben schon wieder Stein ohne Ende. Expedition returns early. Aber das ist schon... Wir haben mal was für den Zoo bekommen. Ah, muss ich einzeln auswählen. Ah, ich hier reinlegen. Ach, Manno. Das kann man nicht sehen, das ist nur so ein Insektenhaus. Ja. Was sind denn... wo ist denn hier? Die sind das Säugetiere? Ja, müssen Säugetiere sein. Schade, das sagt nicht viel aus, was da drin ist. Unusual. Das ist schon wieder nach 11. Wow. Das war's? Ja, das war tatsächlich die Quest. Okay. Sie mir gegeben. Keine Ahnung. Vielleicht eine unvollständige Quest. So, der Park ist fertig. Weiß nicht, so ganz zufrieden bin ich mit dem hier nicht. Jetzt bin ich natürlich versehentlich hier rüber gesprungen.
aber die Parks werden benutzt. Immerhin. Und nerv mich nicht. Abgesehen von der Archäologie da oben gibt es gerade keine Quests mehr. Schade. Na gut, wenn ich jetzt noch mehr Zeit hätte, würde ich anfangen, die ganzen Produktionen hier auszulagern und vielleicht auch die oder die Insel zu verlagern und die Stadt nach Süden hier noch deutlich zu erweitern. Aber das hilft alles nichts, leider. Weil die Beta bald ausläuft. Hier noch einmal durchgucken. So, im Großen und Ganzen Stelzenhäuser. So leicht erhöht. Holz mit Blättern auf dem Dach oder Holzschindeln auf dem Dach. Der Marktplatz sieht interessant aus, so wie ein richtiger Marktplatz halt, wo Waren verkauft werden wieder. Ja, zum Hafen, glaube ich, muss ich nicht viel sagen. Sieht genial aus. Hat natürlich die 1800 drin stehen. Bananenplantage, die sieht auch relativ cool aus. Ich mag das Spiel, vor allem mit den ganzen Details. Hier sogar noch ein Wasserfall. Hier drüben fließt es einfach nur so halbwegs raus. Geräuschkulisse. Einfach mal so ein bisschen durchschauen, was sie hier noch gemacht haben. Und dann ist Ende für heute. Okay, der kann durch Steine durchfliegen. Interessant. Wieder ein Wasserfall und ein See. Der See, das sieht so genial aus. Macht so richtig Urlaubsstimmung. Hier sogar noch mit Blumen. Jetzt leider keine Ahnung, was das für welche sind. Hier nochmal ein größerer Wasserfall und das war's. Dann die Insel habe ich, glaube ich, auch noch nicht wirklich genau angesehen. Allem drum und dran hier ein schönes Schiff. Ja, Fischehütte, ähnlich wie zuvor, dann hier die Rumbrennerei, Feuerstation, hier ist auch wieder, das Warnlager ist erhöht,
Die Rumbrennerei ist leicht erhöht. Ich schätze mal, dass das wegen dem Terrain auch gemacht wurde. Darum, das hier relativ bergige Terrain ein bisschen ausgleichen zu können. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Die größeren Häuser so ein. Weiß nicht, wie ich sagen soll. Die größeren Häuser hier haben jetzt so einen Hauch nach Kuba. Ein bisschen Karibik, Assassin's Creed 4, das Feeling. Als ich hier die ausgebauten Häuser und die Kirche ansieht. Ja gut, Texturen nachladen ist irgendwie schwierig. Was? Das nehme ich hier jetzt persönlich übel. Oder hat sie es wieder aufgegeben? Nee, fährt wieder zurück. Nein. Madame nervt mich. So. Plantage ist Zuckerrohr. Außer ein Haufen Arbeiter, aber nicht viel da. Schade. Und hier wieder Warenlager. Die Alpaka-Farm. Das finde ich nach wie vor. Das ist richtig genial. Einfach eine Alpaka-Farm. Warum nicht? Der umgestürzte Baum liegt irgendwie doof. Dann machen wir mal weg. So, ordentlich. Hier zwischen den Bäumen. Na, das haben sie echt gut hingekriegt, dass das richtig zwischen den Bäumen liegt. Auch mit Schatten und so. Okay, den Bug gibt es immer noch, dass sie zwar die Animation haben, aber sich nicht bewegen. Keine Ahnung, warum der Bug immer noch da ist. Der Fluss gefällt mir, weil der direkt hier an den Gebäuden auch vorbeigeht. Und vor allem, er ist ein bisschen größer. Wo startet der hier? Hier ist ein Wasserfall. Gleich mal Screenshot machen. Auch wenn unten die Einblendung ein bisschen doof ist. Was sind das für Tiere? Könnte ein Esel sein. Ja, es dürfte ein Esel sein. Ich kann es leider nicht ganz sehen. Hier auch noch mal so eine Art Doppelquelle. So, mal kurz gucken. Da müssen wir es vielleicht hinhauen. Ja,
Ah, schade. Selbst im Vollbild. Man kann es nur so ganz leicht erahnen durch dieses komische Kräuseln so im Bild. Dass da so ein bisschen was wie Regentropfen sind. Aber wenn man jetzt auf das Dach von der Feuerwehr sieht. Ja, so ein bisschen lässt es sich im Vollbild erahnen, aber schade, das ist dann das Problem mit den 720p im Stream. Ich möchte hier von meinem Hafen noch ein Foto machen. So. Ah, ich aus der Perspektive mache. So. Gut. Ah gut, das ist ja Archäologie, die mag ich nicht. Dann würde ich mal sagen, bin ich fertig. Soweit abgesehen von der Universität und Museum hat es heute, obwohl ich hier noch keine Upgrade. Ja, ich lass mal kurz das Spiel noch vorlaufen. Die jetzt noch fleißig Kinder kriegen und so. Könnte das schon reichen? Ja, es langt. Oh, sehr schön, sehr schön. Wo kann ich das Museum noch hinklatschen? Alles klar, mir fehlt jetzt natürlich an Lehm. Ich habe doch irgendwo hier ein Handelsschiff, genau. Das beeilt sich jetzt hoffentlich, dass ich an Dingens Steinziegel rankomme. Ich meine, 2 Monate ohne Anno dann wieder, beziehungsweise halt mit den alten Teilen. Oh nee, da will ich jetzt gleich noch das Ganze ein bisschen sehen.
Es tut mir jetzt schon leid, ich kann sie nicht lassen. Ich muss in solchen Fällen einfach dann noch an allen Ecken und Enden, wenn ich gerade schon dabei bin, irgendwie optimieren und so. Sano. Also es. Hopp, 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 schneller, schneller, schneller. Ich will endlich, dass ich die Universität und das noch kurz sehe. Also das Museum würde ich hier neben. Okay, ist ein bisschen doof neben der Erzmine, aber hilft nichts. Ausstellungen. Ja, gut, das ist jetzt Hinblick. Ah, ich kann keine Ausstellungen machen. Mann. Die nötigen Sachen natürlich nicht. Ja, gut, das ist das Empfangsgebäude vom Museum. Aber vom Aussehen her, ich finde es genial. Und im bisschen mit der Kuppel und so könnte das Weiße Haus sein, also von der Seite aus gesehen. Naja, Ausstellung wird leider keine mehr zu sehen sein, weil das wird zu spät. Dann hätten wir da noch die Universität. Die Abdeckung reicht von hier auf jeden Fall locker aus. Aus ästhetischen Gründen wird hier mal kurz auf Stein hochgerüstet. Und hier kommt wenigstens Gras rein. So. Sieht es schon nicht mehr ganz so unordentlich aus. Ja, das ist die Universität. Kann ich jetzt leider nicht viel machen. Das ist auch ein cooles Gebäude. Sogar mit Sternwarte. Ja, gut. Hier steht auch wieder ein rundlicher Priester. Aber dann muss ich leider auch schon sagen, mehr kann man in der Beta gar nicht mal spielen. Leider. Aber ja, ist eine Beta und beschränkt halt. Okay, ändert aber nichts dran. Ich muss für heute aufhören. Leider. Von daher, ja, danke fürs Zuschauen.